Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der LA Galaxy Karriere. Und heute machen wir weiter mit den nächsten paar Spieltagen. In der letzten Folge ja den ersten Spieltag gespielt und auch gewonnen. Wir sehen das Ganze hier schon, 3 Punkte haben wir geholt. Und zwar gegen Chicago, ein 3:1 war, das hat echt Spaß gemacht. War in Ordnung das Match, aber war halt noch nicht so wirklich spannend. Und das war auch relativ einfach, würde ich dann doch im Nachhinein sagen. Und deshalb habe ich zwar dann in der letzten Folge gesagt, vielleicht spielen wir in dieser Folge mal wieder auf Ultimativ. Aber ich muss sagen, das werden wir doch sein lassen. Weil ja, Ultimativ ist leider, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ich habe mich noch mal ein bisschen informiert, noch immer gleich wie vor 2 Monaten, wo wir das Ganze das letzte Mal probiert haben. Und von dem her werden wir weiterhin hier auf Legende spielen, aber natürlich hier die Regler dafür verstellen, das habe ich schon gemacht, etwas schwieriger das Ganze hier gestellt. Und ja, wenn es noch immer zu leicht sein sollte, machen wir das einfach noch schwerer. Und ja, aber auf Ultimativ werden wir das erstmal nicht hochstellen, da werden wir hier immer die Regler verstellen, ist denke ich besser und auch sinnvoller, denn das Spiel sollte immer noch Spaß machen und das tut es halt auf Ultimativ irgendwie nicht, finde ich. Wenn dann halt jeder Freistoß aus 30 Metern oder so reingeht, macht das dann halt wirklich keinen Spaß mehr. Deshalb machen wir das Ganze weiterhin auf Legende mit schwierigen Reglern. Und ja, unser Team sehen wir ja auch schon. Dante ja in der letzten Folge leider noch die rote Karte bekommen, relativ am Schluss dann. Und deshalb ja, müssen wir da jetzt natürlich fürs erste Match mit unserem zweiten Innenverteidiger spielen. Aber sonst ja, können wir hier ganz normal reinstarten mit unserem zweiten Team. Das Match werden wir simulieren. Wir schauen nochmal schnell auf den Kalender. Und insgesamt werden wir heute 3 Matches simulieren. Ein Match werden wir spielen natürlich dann am Ende noch. Und zwar gegen Dallas wird simuliert, gegen Minnesota wird auch simuliert. Dann gegen die Portland Timbers wird auch noch simuliert werden. Und dann als 4. Match für heute werden wir gegen Vancouver auswärts spielen, gegen die Whitecaps. Und ja, das wird dann das letzte Match für heute werden. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu erledigen. Und deshalb geht es direkt los mit dem ersten Match. Heimspiel hier, wahrscheinlich Heimspiel, Auswärtsmatch natürlich hier. Gegen Dallas, Heimmatch war ja in der letzten Folge. Und wir starten rein, tauschen natürlich unseren Innenverteidiger aus. Das Ganze wurde hier erledigt. Jawohl, González spielt dann hier jetzt mit der 73. Und das wird hier hoffentlich ein Sieg. Auswärtsmatch. Und ein 4:1, sehr stark. Hernandez mit 2 Treffern und Pavon hier mit 2 Treffern. Sehr nice, die nächsten 3 Punkte nehmen wir mal mit. Das nächste Training machen wir auch noch schnell mit Pavon und mit Alvarez. Und zwar, Pavon ist, glaube ich, um 1 Stärke gestiegen noch in der letzten Folge und Alvarez schon um 2 sogar. Und ja, weiter geht's direkt mit dem nächsten Match. Und das nächste steht das Heimmatch hier gegen Minnesota an. Werden wir natürlich auch simulieren. Jetzt mit Dante wieder in der Innenverteidigung. Und das muss eigentlich auch ein ganz klarer Sieg werden, würde ich mal sagen. Die nächsten 3 Punkte nehmen wir mit. Jawohl, wieder hier ein 4:1. Dreimal Hernandez, einmal Verfahren auch noch mit einem Treffer. Und damit geht es direkt weiter wieder mit dem nächsten Match. Wir haben hier heute echt ja nur Matches am Start, eigentlich sonst nichts zu tun, würde ich mal sagen. Hier halt noch das Training, aber sonst gibt es eigentlich aktuell wenig zu erledigen. Und was ich auch noch schnell nachgeschaut habe in der letzten Folge, und zwar gibt es tatsächlich einen Cup hier in Amerika. Das heißt, der wird dann erst ja, denke mal, in den nächsten Monaten erst starten. Also hier in FIFA in den nächsten Monaten erst starten. Wir sind jetzt hier aktuell im März. Und ja, jetzt natürlich auch noch die Länderspielpause, deshalb machen wir natürlich direkt das nächste Training. Das heißt, es gibt hier auch einen Cup neben der Liga. In der Liga müssen wir, wie gesagt, mindestens 6. werden, damit wir aufsteigen in die Playoffs. Und ja, das sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Von dem her können wir da, denke ich mal, einige Matches jetzt erstmal simulieren, damit wir dann in der Playoff-Phase natürlich alle Matches spielen können. So, weiter geht's mit dem nächsten Match gegen Portland hier. Und die sind hier tatsächlich ja auf dem 3. Platz aktuell, von dem her. Ja, Punkte gleich mit uns, alle 3 Matches bisher gewonnen, könnten wir eigentlich auch spielen, das Match, allerdings ist das das Heimmatch und von dem her gehe ich mal davon aus, dass wir das vielleicht eher gewinnen werden und deshalb machen wir das Match gegen Vancouver auswärts, was wir jetzt gleich spielen werden und hier hoffentlich die nächsten 3 Punkte und tatsächlich auch hier schlagen wir Portland, die bisher alle Spiele gewonnen hatten, holen wir uns hier die nächsten 3 Punkte, 12 Punkte nach 4 Spielen, bisher läuft das hier optimal, Pavon und Hernandez wieder mit den Treffern, also die haben hier beide, glaube ich, mindestens schon 5, 6 Treffer jetzt, Pavon wirklich in der letzten Folge auch richtig stark gespielt und da sind wir tatsächlich auf dem 1. Platz jetzt, bevor wir jetzt reingehen und sogar 1 Spiel weniger auch noch als hier, ja, der andere Verein hier aus LA. Nächstes Training nehmen wir auch noch mit und dann gehen wir rein in unser Match für diese Folge, von dem her wird das wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge werden, denke ich mal, weil es eben ja nur ein paar Matches zum Simulieren gibt und halt ein Match, was wir spielen. Hoffentlich auch die nächsten 3 Punkte hier, wir gehen rein, alle fit hier, alle bei voller Energie sogar auch noch und damit gehen wir rein gegen Vancouver, das Auswärtsmatch. Die Einstellungen habe ich euch vorhin schon gezeigt, die sind wie gesagt etwas schwieriger jetzt und ja, auf Legende spielen wir das also mit schwierigeren Reglern. 5 Minuten und wir legen los. Let's go. Und da sehen wir auch schon das Stadion von den Vancouver Whitecaps hier. Tatsächlich echt ein richtig großes Stadion. Und ja, Auswärtsmatch hier. Mal schauen, was hier laufen wird. Und zwar, was ich noch schnell sagen wollte, ich muss mich vielleicht entschuldigen, dass ich hier leicht im Gesicht etwas überbelichtet bin. Also ja, sorry, falls das jetzt echt ein bisschen zu überbelichtet ist. Ich nehme das gerade zu einer anderen Uhrzeit als sonst auf und deshalb ja, ist hier von überall die Beleuchtung halt etwas anders. Aber ja, ich denke, das geht so in Ordnung, zumindest so wie das hier aussieht. Und ja, wir legen los hier mit dem Spiel jetzt. Let's go. Auswärtsmatch hier.
Richtig schöner Rasen hier tatsächlich. 3:1, wie gesagt, in der letzten Folge gewonnen und ja, wir sind eigentlich gut drauf und schicken hier direkt, schade, auch nicht auf dem rechten Flügel hier, Jedlin, aber jetzt fehlt er hier tatsächlich auf der rechten Seite. Jetzt müssen wir tatsächlich aufpassen, Dante kommt nicht dran und das ist das 1:0. Ja, da war ich etwas unkonzentriert, würde ich mal sagen, in den ersten Minuten. Mit Jedlin wollte ich hier ja auf der rechten Seite nach vorne gehen und dann fehlt er hier aber auf der rechten Seite und Dante macht das dann auch nicht gut. Und dann hier viel Platz in der Mitte. Dann sind wir hier direkt ja zum Start mit 1:0 in Rückstand. Ich werde etwas weniger reden und mich mehr aufs Match konzentrieren. So, legen wir jetzt richtig los. Da kommt Pavon nochmal hier raus. Schöner Pass, Fafan. Und die Flanke nehmen wir auch noch mit. Pavon kommt leider nicht dran, aber es geht hier weiter. Wir bleiben am Ball. Wanyama. Er hat vielleicht einen guten Schuss. Wir spielen doch nochmal nach außen. Van Aanholt, Pavon, kein Abseits. Der Abschluss dann. Hier kommen wir leider nicht mehr ran. Aber gute Phase gerade hier von uns. Fafan kommt hier hinten am, ja, rechten Pfosten ja auch nicht mehr ran, schade, aber zumindest mal hier eine gute Aktion, 10 Minuten um hier, fast der Ausgleich, wir machen auf jeden Fall so weiter, vor der Halbzeit der Ausgleich wäre auf jeden Fall mal wichtig, da wird es schon wieder gefährlich jetzt, das ist der Abschluss, aber Lopez zum Glück hier am Start, so 15 Minuten, Eckball hier jetzt für die Whitecaps, Lopez passt aber auf, jawohl, bleiben wir hier vielleicht auch noch am Ball, schade, hier vielleicht sogar die Abschlussmöglichkeit und das war zum Glück hier abseits, so wie es aussieht. Jawohl, war echt unglücklich abgewehrt von Lopez hier, aber zum Glück abseits von dem her. Pavon, einfach mal hier Richtung Mitte, da ist der Bas Guardado. Der Abschluss leider geblockt hier. War zumindest mal hier mal wieder eine Möglichkeit. Da wird es schon wieder gefährlich, das ist das 2:0, das gibt's doch nicht. In der Verteidigung tue ich mir gerade echt nicht leicht hier. Ich habe natürlich, wie gesagt, die Regler verstellt, von dem her, vielleicht sind die jetzt tatsächlich schon zu schwer. Da muss ich sie natürlich fürs nächste Match dann etwas runternehmen. Aber ich lasse die jetzt erstmal so. Also offensiv geht das eigentlich in Ordnung. Wir hatten ja ein paar Chancen, vor allem da am Anfang in den ersten 10 Minuten. Aber ja, defensiv ist es gerade echt schwierig, das Ganze zu verteidigen. Mal schauen. Da habe ich vielleicht die Regler echt ein Stück zu schwer eingestellt. Aber wir machen dieses Match einfach mal mit denselben Reglern hier weiter. Sollten wir verlieren, wäre es ja auch nicht so schlimm. Wir haben bisher alle Punkte sonst geholt. Schon wieder hier viel Platz in unserer Defensive mit Dante. Kann ich den Ball hier nicht blocken, aber Lopez passt zum Glück auf. Aber zum Verteidigen ist das gerade echt extrem schwierig, muss ich sagen. Schöner Pass hier raus auf Fafan. Und ich würde sagen, wir bringen die Flanke auf Hernandez. Der ist nicht der Größte, hier kommt von hinten, aber noch irgendjemand rein. Keine Ahnung, wer es dann war, der wäre fast nochmal dran gekommen. Aber gut, zumindest mal wieder eine gute Möglichkeit. Schade, Guardado verliert hier den Ball. Vielleicht nochmal eine Möglichkeit hier vor der Halbzeit. Let's go, Wanyama, Guardado und Pavon nehmen wir auf der linken Seite mit. Let's go. Und einfach mal rein hier in den Strafraum und nach hinten hier vielleicht. Hätte ich vielleicht auch abziehen können. Schade. Nur hier nicht das 3:0 kassieren. Jedlin macht das dann aber hier stark mit Dante. Jawohl, das ist unser Ball. Zumindest hier das 2:0 noch gehalten. Ja, wir hatten offensiv auch hier echt nochmal am Ende ein paar gute Möglichkeiten. Offensiv macht das auf jeden Fall echt Spaß mit den Einstellungen. Aber defensiv, ja, tue ich mir echt schwer. Von dem her werde ich das wahrscheinlich dann in der nächsten Folge etwas runterstellen. Also, dass sie nicht ganz so aggressiv sind in der Offensive, die Gegner. Aber gut, wir machen einfach mal weiter. Vielleicht war das einfach nur, ja, die erste Halbzeit, dass sie hier so stark waren. Schauen wir einfach mal. Wir hatten auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten, die müssen wir dann halt auch nutzen. Lopez passt auf hier zum Glück. Das war mal wieder eine Möglichkeit hier von den Whitecaps. Ich würde aber sagen, ich stelle jetzt einfach mal um. Das habe ich mir jetzt gerade gedacht, dass wir das mal machen können, weil irgendwie Fafan auf dem rechten Flügel gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Pavon macht das richtig stark, aber Fafan irgendwie relativ unscheinbar. Und deshalb mache ich das Ganze jetzt so, dass ich mit Fafan und Hernandez jetzt im Doppelsturm spiele, mache das Ganze so und Vargas auf dem rechten Flügel. Mal schauen, ob das besser funktioniert. Und ja, es geht weiter mit dem Eckball hier von Vancouver und den haben wir hier zum Glück. Kriegen wir den vielleicht auch noch irgendwie raus hier. Wir bleiben hier am Ball mit Vargas und da schicken wir vielleicht jetzt Hernandez. Kommt er hier vorbei? Wäre es hier der Konter? Hernandez und einfach der Abschluss. Schade. Ja, das war dann schwierig, weil da war der Verteidiger hier von den Whitecaps schon relativ knapp an uns dran. Hernandez dann auch nicht mehr der Allerschnellste und von dem her konnte er sich da leider jetzt nicht absetzen. Aber zumindest mal eine gute Möglichkeit. Wir bleiben hier vielleicht direkt dran. Schade, schlechter Pass hier. Und auch hier leider der Ballverlust. Jetzt könnte es schon wieder gefährlich werden hier. Jawohl, Lopez, richtig stark hier. Also der macht das im Tor echt richtig gut mit seinen 39 Jahren, glaube ich schon. Wieder hier der schlechte Fehlpass, das gibt's doch nicht. Jawohl, das war hier auch wichtig. Die bleiben aber hier dran.
Nochmal hier geblockt. Pavon. Was machen wir hier? Einfach vorbei vielleicht. Pavon hat zumindest ein richtig starkes Tempo. Let's go, wir gehen einfach mal. Kommt hier vielleicht sogar in den Strafraum rein. Pavon, der geht einfach mal. Pavon. Verfahren wäre wahrscheinlich sowieso im Abseits gewesen. Da hätte ich einfach abziehen müssen. Das war schlecht gemacht. Ich treffe echt nicht gerade die richtige Entscheidung hier im Match. Aber einfach weitermachen. Let's go. Nochmal hier Pavon. Er ist hier wieder mit Abstand der Beste. Die Flanke vielleicht. Pavon, der kommt nicht ran. Schade, und das gibt Elfmeter tatsächlich. Weiß ich nicht, ob das tatsächlich Elfmeter war hier. Hier Pavon will hier draufgehen. Keine Ahnung, ob das hier irgendwie ein Elfmeter war. Aber gut, nehme ich mit. Und das ist hier vielleicht nochmal der Anschlusstreffer. Ich habe schon ewig lange keinen Elfmeter hier geschossen mehr. Einfach lieber locker hier ins Eck unten. Ja, das war dann wirklich kein guter Elfmeter. War ziemlich locker. Klar, wenn er ins andere Eck springt, ist er drinnen. Aber ich habe echt schon lange keine Elfmeter hier mehr geschossen. Ich glaube, der letzte war... Ich weiß gar nicht, ob wir in der Dortmund-Karriere irgendwann mal einen Elfmeter hatten. Aber gut, das sollte keine Ausrede sein. Wir machen einfach weiter hier mit Pavon. Schade, der kommt nicht ran. Es wird wohl hier eine Niederlage werden, so wie es aussieht. Das wäre nochmal die Möglichkeit gewesen für den Anschlusstreffer, aber es sieht nicht gut aus. Ich glaube, die Einstellungen waren ein echt ein Stück zu schwierig. Und Lopez macht das aber echt richtig stark. Also hier, also in der Defensive ist auf jeden Fall er hier der stärkste Mann. Ich werde hier natürlich nochmal alles versuchen, was geht. Zumindest vielleicht einen Treffer erzielen. Offensiv von den Einstellungen passt das auf jeden Fall. Da war einfach, ja, da hatten wir einfach teilweise Pech und oder ich habe das einfach ja schlecht gemacht auch oft. Aber defensiv muss ich das etwas leichter machen, denke ich. Weil da hatte ich echt wenig Chance, das Ganze zu verteidigen bei den Gegentreffern. Und sonst passt das eigentlich. Also in der nächsten Folge dann werden die Einstellungen dann wahrscheinlich angepasster sein. Jetzt versuchen wir das Ganze hier nochmal mit einer Flanke. Let's go. Und da ist Platz in der Mitte. Da ist der Kopfball und der geht daneben. Schade hier. Das wäre es nochmal gewesen, hier Hernandez mit dem Anschlusstreffer. Aber gut. Es will irgendwie nicht sein. Der Elfmeter war auch schwach geschossen und dann wird das hier ziemlich wahrscheinlich die Niederlage werden. Aber gut, wir haben alle Spiele gewonnen, die wir simuliert haben. Von dem her sind wir wahrscheinlich trotzdem immer noch Tabellenführer sogar. Vargas hier nochmal mit der Flanke. Pavon, da kommt er nicht dran. Und Pavon hinten leider auch nicht. So, Freistoß hier nochmal. 90. Minute läuft hier oben schon. Also es wird wohl beim 2:0 hier bleiben leider. Da ging leider nichts mehr hier. Auch der Anschlusstreffer wollte irgendwie nicht sein. Der Elfmeter ging auch nicht rein. Aber ja, es war wie gesagt einfach ein Stück zu schwierig, wahrscheinlich die Regler. Ich wollte jetzt aber auch nicht nochmal im Match umstellen, weil vielleicht war es nur eine kurze Phase. Aber das war auch hier in der zweiten Halbzeit so, dass es einfach defensiv echt schwer zu verteidigen war, auch wenn wir jetzt keine Gegentreffer mehr bekommen haben. Ja, jetzt haben wir doch noch einen bekommen. Ja, es war dann einfach ein Stück zu schwierig, denke ich mal, eingestellt. Das werden wir für die nächste Folge dann fixen und ja. Dann gibt es in der nächsten Folge ein weiteres Match, wo wir dann hoffentlich ja wieder den Sieg holen können oder wo es dann zumindest ja spannend ist. Das war ja jetzt leider nicht der Fall, aber gut, Niederlage muss dann auch mal passieren. Jedes Match sollten wir ja auch nicht gewinnen und von dem her ist es dann auch für die Meisterschaft etwas spannender. Und die Einstellungen werde ich etwas leichter machen dann für die nächste Folge. Die drei Matches, die wir simuliert haben, haben wir immerhin gewonnen. Hier dann leider in die Niederlage. Aber wir sehen ja auch 11:5 Schüsse, von dem her so deutlich war es dann gar nicht. Die Defensive werde ich etwas leichter machen für die nächste Folge dann. Und sonst wird es dann, denke ich, ein nices Match, wenn dann wieder in der nächsten Folge. Mal schauen, gegen wen wir dort dann spielen werden, weiß ich jetzt noch gar nicht. Schaut doch dann dort gerne wieder vorbei. Danke hier fürs Einschalten. Ich würde mich über ein Like oder ein Abo freuen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, gerne auch die Glocke aktivieren und auch einen Kommentar da lassen, das war's dann von hier. Und dann bis zur nächsten Folge, die dann wahrscheinlich erst am Montag oder am Dienstag kommen wird, denn am Wochenende steht jetzt das King of the Ring Finale an. Könnt natürlich auch gerne dort vorbeischauen. Und das war's jetzt von hier. Bis zum nächsten Mal. Wieder schauen und reingehauen.